This is yerba mate. It's a plant that only grows in South America, and it's used to make a hot, slightly grassy, slightly bitter tea. And it might seem a strange place to start talking about open source beer, but you'll see where I'm getting it. Presento a una amiga mía, Mayo, cuando estaba en Uruguay hace 3 años. Ella me enseñó cómo preparar el mate, y ahora va a enseñar a todo lo mismo. Esta es la yerba típica que uso en Uruguay. Es el mejor compañero para ir a pasear o para cuando estás estudiando, siempre lo usas. La medida de la yerba tiene que ser así, más o menos, porque tenemos que dejar un hueco para poder poner el agua y que no se lave. Para empezar el mate, primero que nada vamos a mojarlo con agua tibia para no quemar la yerba y que no quede muy amargo. Ponemos un poco de agua fría, un poco de agua caliente. Lo ponemos en el huequito que habíamos dejado y lo vamos a poner en el hueco. Vamos a ver cómo queda. Muy bueno. Mate combines like the effect of energizer from cafe, but it has a society concept that you drink together out of it. Like the North Americans have this pipe, the mate has to smoke. The mate we drink together and share. We started 2 years ago. We made a stand in the flea market, and we kind of have the fun of showing the things we are doing with mate, and thought it would be better to have a space. And in July last year, I went to harvest the mate, and my partner, she's not here now, and many friends started the place here while I was there. And it is very organic. Everything that you see there inside it from the road from Berlin, like we are very against much consume. Mm-hmm. We don't have also the money for that. And it lives like with the creativity of many people who join and give a hand to us. Unser Mir, das ist ein Bier, was wir zusammen mit der gleichen Mate, die wir gerade getrunken haben, gebraut haben. Die Idee ist uns irgendwie einfach entstanden, als wir abends zusammensaßen und irgendwie Mate getrunken haben und irgendwie dazu Bier, und dann kam halt die Idee, ob es nicht irgendwie Sinn machen würde, das zusammenzubrauen. Von mir war es eigentlich so eine Schnapsidee, wie man so schön sagt. Mhm. Aber Fabrice hat es dann irgendwie ernster genommen, als ich gedacht habe. Und hat tatsächlich den Thorsten Schoppe gefunden. Der hat in der Brauerei am Südstern, das Brauhaus am Südstern, gehört dem. Hat den irgendwie für die Idee begeistert. Hat jemand schon Bier mit Mate gebraut? Oh ja, es scheint in der Tat einige zu geben. Der Unterschied ist allerdings scheinbar, dass die Mate eher so wie bei Clubmat und so aus Mate-Sirup kommt und halt nicht irgendwie aus dem brasilianischen Urwald und irgendwie dann tatsächlich zusammengebraut wird, weil Thorsten schüttet halt im letzten Braugang, wo das Bier praktischerweise genau 80 Grad warm ist, irgendwie die Mate mit rein. Das heißt also, die wird bei der idealen Temperatur dann quasi mit dem Bier zusammengebraut, und zum Schluss wird halt die Mate an sich wird rausgefiltert, der Geschmack bleibt, aber wir haben keine Krümel im Mund beim Bier trinken. Also one thing that we do have with is a Creative Commons license, and the recipe is there to be seen. There is a beautiful saying that the beer explodes the universe of the bottle by allowing adaptable content. That goes in the field of art almost, that you make a bottle and transform it in whatever the user wants to have it using Liquid Democratic tool. Völlig überraschend ist die Akzeptanz in Piratenkreisen ziemlich hoch. Vielleicht etwas zu sagen, das hatte etwas als eine piratische Denkweise, in dem wir die Liquid Democratic Tool benutzt haben. Und das erste Mir, jede Flasche hat einen eigenen QR-Code gehabt. Okay. Mit einem englischen Zugang hat zu Liquidizer, für ein Liquid Democratic Tool, wo die Leute entscheiden könnten, wie viel Kaffein, wie viel Alkohol, mehr oder weniger bitter, die Farbe.
Und da sind dann auch andere Fragen reingekommen, wie soll man alle Banken privatisieren oder soll die deutsche Armee weg von der Afghanistan oder sowas ist reingerutscht, weil man eine andere Frage stellen kann. Aber wir haben diese Konzepte dann von Liquid Democracy in Anfang gehabt, um den Geschmack zu finden. Liquid Democracy im piratischen Sinne läuft so, dass jedes Mitglied der Partei halt irgendwie einen Zugang zu einem Online-System hat, wo es halt anonym bzw. pseudonym sogenannte Initiativen einstellen kann. Menschen können dann sagen, dass sie diese Initiative unterstützen. Oder sie können ihre Stimme an jemand anders delegieren, der unterstützt dann möglicherweise auch die Initiative. Man kann nicht sagen, diese Initiative ist schlecht, sondern man kann sie nur nicht unterstützen oder eine Gegeninitiative machen. Dann muss ein sogenanntes Quorum, das heißt also eine Anzahl von Unterstützungen in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden, dass es zu einer Hauptabstimmung kommen kann. Und je nachdem, wie die Abstimmung dann ausfällt, es ist halt ein Stimmungsbild für den nächsten Parteitag. Was im Liquid Feedback passiert, sind keine Parteimeinungen und keine Parteiprogramme, weil halt nach dem deutschen Parteienrecht Menschen nicht online irgendwie Abstimmungen machen können, sondern es muss auf einem Parteitag immer bestätigt werden. Wir haben jetzt die EMIR für uns in Berlin genug Erfahrung gehabt dadurch und wissen, wie das für uns besser schmeckt. Und jetzt gibt es dann diese Creative Commons Idee, dass man erlaubt, andere ein bisschen anderer zu werden oder sowieso das Wasser lokal will immer einen anderen Geschmack haben und die Braucherfahrung auch ein bisschen anderes ist. Jetzt die Mir wurde zum Beispiel schon in Brasilien gebraucht, hat mir mal in Prag so ein Haus gemacht, Mir gemacht und hier ist das belgisches Mir, die ganz anderes ist als unsere Meinung nach so anderes. Aber das ist die Idee mit Creative Commons, dass auch wir erlauben, sie ein bisschen anders zu werden. Ja. Und da ist jetzt kommen wir eine ganz andere Komplexität, weil wir machen Creative Commons, aber die Endverbraucher sind die gleichen. Wir werden sie anderes haben. Weil man sieht hier auf dem Rechner hier die neue Etikette von Berlin mit unserer schönen Fernsehantenne darauf. Da, ne? Mhm. Man weiß, das ist das Bier von Berlin. Und wenn ein Bier, okay, ein Bier von Bayern kommen würde ganz anders aussehen und das Belgische ist anderer. Und das kann sein Bier mehr heißen, aber es gibt so verschiedene. Dann und da hat man unterschiedliche, die Diversity gewinnt damit. Jeder kann ein bisschen anderer sein. Mhm. Wir haben die gleiche Quellen von der Mate, wir haben auch das Wissen, wie man das macht. Aber erlaubt man, dass wenn man auf die lokale Geschäfte sich konzentriert und nicht in langen Wege Flasche hier und dort schickt. Wohl. Ich finde immer noch, diese Gefäße sind hässlich. Ja.